Hallo und herzlich willkommen. Heute wieder mit einem, ja, wie soll ich sagen, ganz besonderen Review. Diesmal nämlich mit der nicht allzu weit verbreiteten und von vielen leider auch ziemlich gehassten Figurenserie der Transformers, der sogenannten Power Core Combiners. Hier mit Deluxe Searchlight und Backwind. Ja, Backwind ist hier quasi dann der Helikopter und Searchlight ist quasi dieser kleine, ja, Minicon, der dran hängt. Sehr schön gemacht eigentlich die Idee, schlecht umgesetzt, muss ich ganz ehrlich sagen. Die Figuren an sich sind cool. Es gab früher zwei unterschiedliche Versionen. Einmal, wie ihr es hier seht, quasi einmal diese sogenannte Deluxe-Größe, wo quasi der Power Core und der Combiner selbst drin war, aber nicht die Arme und Beine, mit denen man quasi noch größere Sets hat bilden können. Dafür gab es extra Sets mit jeweils einem Power Core, und das heißt also diesem inneren Roboter quasi, und diesen Fahrzeugen, die dann quasi jeweils Arme und Beine wurden. Was an dieser Serie so gehasst wurde von vielen, war, dass die Arme und Beine nicht extra Roboter, also keine Decepticons, keine Autobots wurden, sondern einfach nur Fahrzeuge, die sich zu Arme und Beinen verwandelt haben. Das war's. Das kam nicht so gut an, deswegen ist diese Serie sehr schnell untergegangen. Was ich allerdings sehr schade finde, denn diese Serie hatte wirklich Potenzial. Und ich denke mal, Hasbro wird jetzt 2015 mit dem neuen Projekt, wo ich leider noch nichts Genaues drüber sagen kann oder darf. Wer es selbst herausfinden will, googelt bitte mal danach. Ich, wie gesagt, werde dazu nichts sagen. Hat Hasbro quasi vor, dieses Combiner-Feature wieder neu mit einzubringen. Diesmal aber besser, sie haben daraus gelernt. Ja, um einmal jetzt auf die Figur aber an sich einzugehen, zeige ich euch einmal die Verpackung. Die Figur wird an sich in so einem Blister geliefert. Hier in diesem blauen Inlay ist quasi dieser kleine Power Core mit drin, dieser kleine Minicon, und rechts daneben, oder besser links daneben, quasi in Roboterform dann der jeweilige Roboter. Auf der Rückseite sehen wir dann quasi einmal den Minicon. Er kann quasi zu einer Waffe transformiert werden, hat auch gleichzeitig einen Haken mit dabei etc. und kann unter dem Roboter auch platziert werden. Ja, er bildet quasi auch später, wenn man ihn quasi zum Mittelstück des großen Combiners quasi umformt, dann den Brustkorb. Was ich sehr schön finde, ist, dass die alle untereinander kombinierbar sind. Das heißt, man kann verschiedene Combiner mit verschiedenen Minicorn zusammenfügen, um quasi andere Möglichkeiten zu bilden. Man sieht jetzt hier, ganz groß steht es drauf, die Minicons und die Drohnen passen an jeden Combiner. Sehr schön. Ja, dieser Minicon hat jetzt vier Modes, wie ich schon sagte. Die Waffe, das untere Teil, den Roboter und dann jeweils den Brustkorb. Ja, ansonsten, die Verpackung hat nichts Besonderes groß, was ich schon sehr schade eigentlich finde. Man hätte deutlich mehr machen können. Deswegen packe ich diese Verpackung jetzt mal zur Seite. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zu der Figur. Ich habe mir jetzt einfach mal auf so eine Würfelbox gepackt, damit man das mit dem Minicon gut sehen kann. Denn so kann man natürlich die Figur nicht wirklich hinstellen. Auf der Verpackung wird es angezeigt, dass man diese Lichter so packen sollte. Es gefällt mir jetzt nicht unbedingt. Ich habe es jetzt zur Seite gepackt. Macht irgendwie, finde ich, ein bisschen mehr her. Ja, wir nehmen jetzt einfach mal den Power Core ab und trennen beides. So, die Würfelbox mache ich zur Seite. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Und jetzt kommen wir einfach mal zu diesem Power Core. So, wie gesagt, das ist der Power Core Combiner. Den kann man ganz leicht verwandeln. Wir drehen einfach die Beine so herum. Und tada, schon ist er fertig. Typisch halt Minicons, nicht groß zu verwandeln. Was ich schön finde, ist, die Figur ist komplett durchsichtig, aus durchsichtigem grünen Plastik in diesem Fall. Sieht aus quasi wie Energon rein. Er ist wie so eine Art Affe gebaut. Der Minicon, finde ich schon ziemlich cool. Er hat zwar ein richtiges Gesicht, wie ihr seht. Ein Riesenkinn. Ja, aber trotzdem ganz cool gemacht. Er hat, wie gesagt, hier eine Gatling Gun auch noch außen am Arm. Und hier nur ganz normale Haken auf der anderen Seite auch. Ja, ansonsten kann man diesen Power Core Combine natürlich auch noch verwandeln in den Brustkorb. Dazu klappen wir einmal das so herum. Drehen das Ganze nochmal herum. Drehen das Ganze so. Winkeln die Lampen nach oben. Und so ist dieser Brustkorb-Modus quasi schon fertig. Das waren jetzt alle vier Modes.
Und jetzt kommen wir einfach mal direkt zu dem sehr schönen Backwind. Backwind hat hier 2015 als Logo, was ich sehr ironisch finde, denn das ist quasi das neue Logo der neuen Combiner, die quasi rauskommen sollen, deswegen 2015. Finde ich sehr lustig, weil die auch 2015 rauskommen sollen. Also wirklich echt geil gemacht, als wenn sie es damals schon wussten. Ein Autobot-Symbol, auch auf der anderen Seite. Ja, und ansonsten, was wir hier sehen, diese blauen Packs sind diese Combiner-Ports quasi. Und ja, ansonsten hat er noch funktionierende Rotoren. Die nehmen wir jetzt auch einmal für die Transformation einmal ab. So, die kann man ganz einfach rausnehmen. So, die Transformation ist ziemlich simpel. Wir klappen einmal hier vorne die Frontseite auseinander. Hier sieht man quasi schon den Kopf vom Roboter. Dann drehen wir hier den Arm einmal heraus. Das gleiche machen wir hier. Wir klappen das hier auseinander. Hier mit diesen zwei Packs ist der Arm jeweils befestigt. Drehen wir auch heraus. Dann drehen wir erstmal diese Combiner-Ports zur Seite. Ist leichter dann. So, anschließend drehen wir hier dieses ganze Seitenteil einmal zur Seite und drehen es einmal herum. Das gleiche hier. Die Arme binden wir hier vorne ein, machen die Arme gerade. So. Drehen hier oben diese Connector-Ports wieder nach oben. So, drehen die Beine einmal hier unten raus. Dass die Combiner-Ports quasi die Knie bilden. Drehen hier unten die Füße gerade. Ja, und so haben wir quasi schon den Backwind fertig transformiert. Ja, die Teile hier vorne können wir entweder so herumklappen. So wäre es eigentlich originalgetreu laut der Verpackung und der Anleitung. Finde ich jetzt nicht so schön. Man kann es natürlich auch so zusammenfügen und den Körper so drehen. Finde ich persönlich ein bisschen schöner, aber das ist natürlich jedem selbst überlassen. Ja, ansonsten können wir natürlich die Arme noch nach vorne drehen. Ist wie so Waffen hier, kann man sich vorstellen. Ist natürlich nicht so geplant. Ja, ansonsten haben wir die Arme, wie gesagt, sehr schön auf Balljoints. Wir können hier natürlich dann noch die Rotoren nehmen, ihm hier vorne an die Hände stecken. So, und dann hat er quasi hier diese Waffen, diese Rotorenwaffen. Finde ich schon ziemlich cool. Ja, und ansonsten haben wir natürlich noch den kleinen Minicon, den wir, wenn er in der Waffenform sein soll, quasi einmal so den Waffenarm nach vorne ausklappt. Einmal so quasi. So, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wie war das? Nein, so rum, genau, so. Anschließend drehen wir hier die Rotoren so zur Seite. Ist quasi wie so ein Zielvisier, finde ich jetzt ein bisschen komisch, aber okay. Ist halt von Hasbro so gewollt. Na, drehen wir hier nochmal anders herum, damit es besser ineinander passt. So, und dieses Teil nach oben. Jetzt ist quasi dieser Combiner-Modus jetzt schon fertig. Und jetzt können wir ihm natürlich den schon in die Hand geben. Was ein bisschen komplizierter ist, muss ich zugeben. Denn er hat an diesem Visier hier diesen Port. Das heißt, wir müssten es ihm so in die Hand geben als Waffe. Finde ich jetzt ein bisschen merkwürdig, aber mein Gott. So ist es halt geplant. Ja, schöne Gatling-Gun in dem Sinne. Geschmackssache. So, und dann haben wir noch die Möglichkeit, was ich natürlich sehr geil finde, an diesen Combinern. Wir nehmen einmal hier diese Ports komplett ab. So. Und jetzt verwandeln wir ihn einfach mal in den großen. Ist ganz simpel. Wir klappen einmal hier vorne das Ganze nach hinten. Das Vorderteil klappen wir nach vorne. Die Flügel klappen wir so außen. Ziehen hier den ganzen Kopf nach oben. Ist auf einer Feder. Das heißt, er flutscht immer wieder zurück. Drehen ihn einmal herum. Klappen ihn wieder hoch. Jetzt haben wir diesen großen Combiner-Kopf. Jetzt nehmen wir die Hände. Klappen einmal die Hände so nach oben. Klappen hier diese Ports zur Seite. Hier unten die Ports klappen wir auseinander. Diesmal klappen wir sie allerdings
So. Das gleiche hier. Drehen es einmal herum. Und so. Ja, und jetzt wäre theoretisch schon Backwind im Robotermodus quasi für den großen Combiner. Das wäre jetzt quasi das Oberteil. Jetzt werden hier quasi noch die Arme dran und hier die Beine. Ja, und das wäre quasi schon der fertige Combiner-Modus. Finde ich jetzt ein bisschen, ja, ist Ansichtssache. Was viele auch machen, ist, sie drehen diese Arme nach hinten. So. Das ist dann jedem selbst überlassen. Es ist eine Möglichkeit, wie man das natürlich gestalten kann. So. Ja, oder so. Wie gesagt, es ist jedem selbst überlassen. Es gibt tausend Möglichkeiten dafür. Was ich nur ein bisschen schade finde, ist, dass die Rotoren im Combiner-Modus keinen Platz finden. Da die Ports hier quasi hinten zu sind. Was jetzt allerdings noch wichtig ist, deswegen legen wir mal zur Seite, wir müssen jetzt hier diesen kleinen Minicon zum Torso machen. Das heißt, wir drehen das so herum. Drehen das jetzt herum. Bringen ihn quasi in diese Hocke. So. Jetzt haben wir hier vorne einen Port, den wir hier vorne rausklappen. Minicon-Port. Da kann quasi jeder Minicon dran befestigt werden. Auch aus der Armada-Line. Und befestigen so den Minicon vorne dran. So, das ist jetzt auch schon der Brustkorb-Modus. Und ja, jetzt haben wir quasi Backwind fertig verwandelt. Ich finde, die Figur ist sehr schön gestaltet, auch vom Kopf. Der Kopf ist auf einem Balljoint. Dadurch sehr beweglich. Und ja, ich muss sagen, mir gefällt die Figur. Ihr könnt natürlich auch noch hier, wenn es euch so lieber ist, natürlich auch die Waffen so nach vorne drehen. Dann hat er hier diese Gatling Gun vorne. Ihr könnt aber auch das nach hinten drehen. Ihr könnt es quasi über den Kopf machen, wie so eine Art, wie so eine Art Schutz. Das ist euch überlassen, wie ihr es quasi haben möchtet. Ich finde es so persönlich auch ziemlich cool. Und ja, das war es eigentlich auch schon für heute, für das heutige Review. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal dann wieder. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich abonnieren oder könnt mich weiterempfehlen. Ich würde mich natürlich freuen. Umso mehr Abonnenten ich habe, umso mehr Anreiz habe ich natürlich auch, bessere Videos zu präsentieren. Und wie immer, Kritik könnt ihr natürlich auch gerne stellen. Ich bin für alles offen, solange die Kritik natürlich auch höflich rübergebracht wird. Da ich in der Vergangenheit natürlich auch schon öfters Leute erlebt habe, die ja ziemlich beleidigend werden. Sowas wird einfach prinzipiell ignoriert. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch was. Bis dann, euer Ruxfor.